Verlässt du mich? Ja, ich ziehe aus. Und ich freue mich voll, ich habe wieder ein Paket bekommen. Ah, vielleicht ist es mein Geburtstagsgeschenk, aber... Oh mein Gott, wie süß. No tell me it go. Ich hoffe, ich habe alles. Die Sonne blendet, aber ich bin da. Wieder! Check! Hey, ich vlog wieder ein bisschen mit. Der Finn geht jetzt und ich muss ihn jetzt zu seinem Auto fahren. Ist immer ein bisschen doof, weil ein Auto steht ein bisschen weiter weg, weil wir hier nur einen Parkplatz haben. Und ich schneide gerade mein neues Video. Heute ist Sonntag. Das kommt heute Abend online. Verlässt du mich? Ja, ich ziehe aus. Sieht halt echt aus, als würdest du ausziehen. Was machst du mit dem ganzen Zeug? Er geht die Tage jetzt erstmal mit seiner Familie in den Urlaub und danach wahrscheinlich für ein paar Tage nach Hause. Und ich gehe halt auch ein paar Tage nach Hause. Ich erkläre euch das später vielleicht ein bisschen genauer. Warum bin ich immer so emotional? Wir sehen uns jetzt so 5, 6 Tage nicht. Ah, keine Ahnung. Irgendwie, ich habe nicht mal meine Tage. Ich wollte euch die Situation mal erklären. Und zwar geht der Finn mit seiner Familie in den Urlaub. Die gehen auch Mountainbiken und so. Also ich werde jetzt nicht allzu viel verpassen. Also die haben mich auch gefragt, ob ich mitkommen möchte. Ich habe nur Uni, deswegen geht's nicht. Und ab nächster Woche habe ich dann ab Donnerstagmittag frei, also Uni frei, bis theoretisch Mittwoch. Also wir haben ab Montag so eine... wie so eine praktische Woche. Und da wurden wir in Gruppen aufgeteilt. Und ich bin in der Gruppe, bei der wir erst ab Donnerstag Unterricht haben. Deswegen bleibe ich eventuell bis Mittwochs weg. Und ich freue mich heute dann auch meine Familie wiederzusehen. Ich habe die halt jetzt auch wirklich ewig nicht gesehen. Also seit über einem Monat. Und wir hatten ja auch Geburtstag. Also mein Bruder, ich und mein Vater. Und es ist halt irgendwie komisch, die da nicht gesehen zu haben. Und insgesamt, es ist schon eine lange Zeit. Deswegen freue ich mich voll. Heute ist auch voll ekliges Wetter und ich kusche mich jetzt einfach in die Decke ein und schneide mein Video ein bisschen weiter. Hier steht gerade auf der Küchenrolle. Heute ist Dienstag, der 5. Oktober. Ich bin gerade irgendwie voll gut drauf. Keine Ahnung, ich hatte heute auch ein bisschen früher Uni aus. Es ist dann irgendwie so schön, so Zeit für sich zu haben. Ich habe meine Haare gewaschen. Ich will jetzt ein bisschen aufräumen. Hab das Wetter heute ein bisschen genossen. Also ich war mit der Sophia, also meiner Uni-Freundin. Vielleicht habt ihr jetzt auch schon mal in irgendwelchen Videos oder so gesehen. Okay, Uni-Freundin ist auch komisch. Also wir sind jetzt einfach nur befreundet seit Uni-Start. Auf jeden Fall waren wir heute noch mit den Fahrrädern draußen und es waren irgendwie 22 Grad und irgendwie, ach, es hat sich heute einfach angefühlt wie so ein Urlaubstag. Der Finn ist jetzt seit ein paar Tagen weg. Seit Sonntag, also seit 2 Tagen, fühlt sich irgendwie auch schon länger an. Und es ist ein bisschen chaotisch. Ich habe eben gerade gegessen und es sieht gerade so unappetitlich aus, weil halt auch nichts mehr übrig ist. Auf jeden Fall muss ich die Küche mal aufräumen und insgesamt ein bisschen aufräumen. Unseren Roboter vielleicht auch mal wieder ein bisschen durchstaubsaugen und wischen. Mir fällt gerade auf, dass meine Jacke da auch einfach liegt. Also wir haben halt keine Garderobe, gerade noch gar nichts. Unser Flur ist wieder leer, weil die Kommode wieder weg ist. Und ich drifte schon wieder so am Thema ab, aber es stört mich gerade so. Genau deswegen muss ich aufräumen. Und was ich auch noch machen muss, mein Vater hatte, ja, also der hat immer einen Tag vor meinem Zwillingsbruder und mir Geburtstag. Und für meinen Bruder hatte ich das Geschenk direkt nach Hause schicken lassen. Und für meinen Vater, um ehrlich zu sein, wusste ich die ganze Zeit nicht, was ich ihm schenken soll. Ganz ehrlich, Väter, es ist wirklich, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber es sind immer die schwierigsten Geschenke. Und dem habe ich hier was Cooles bestellt, das muss ich gleich mal abholen. Ich mache mich jetzt auch nochmal zu Ende fertig, weil mein Essen, also mein Reis, war vor mir fertig. Also ich habe mich gerade schon geschminkt und nur an dem Auge Mascara aufgetragen, hier nicht. Ich mache mich mal fertig, bin auch in Chiller-Klamotten. Ich gehe aber wahrscheinlich auch in 1,5 Stunden zu einem Uni-Freund hier. Also wir sind so eine größere Gruppe. Und ich nehme euch einfach mit. Ich stehe jetzt auf, fange damit an. So, okay. Bin ich wenigstens mal zu Ende geschminkt.
Auch nichts Besonderes, das, was ich immer mache. Aber beide Wimpern. Wow. So sehen die aus übrigens. Das ist meine Lieblingsmascara, falls euch das irgendwie interessiert. Sky High. Finde ich richtig gut. Die hält halt mega lang und macht auch voll schöne Wimpern. Keine Kooperation, aber nur so als Empfehlung. Ich zeige dir gerade auch überall das Bild. Und ich höre gerade die ganze Zeit Musik und ich kann es nochmal sagen, aber ich bin echt gut drauf. Obwohl das Wetter ist nicht mehr so schön. Es ist gerade viel zu überbelichtet, aber scheint zumindest nicht mehr die Sonne. Egal. Ich habe euch noch was voll Wichtiges nicht erzählt. Ich zeige es euch. Und zwar, wer die Story von meiner Analogkamera mitbekommen hat. Also ich hatte mir eine selbst zum Geburtstag geschenkt von eBay. Die war aber kaputt und viel zu überteuert. Ich konnte die aber zum Glück noch zurücksenden und habe das Geld wieder bekommen. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt noch eine gekauft. Nicht von eBay, sondern von so einem ganz kleinen Fotogeschäft hier aus Krems. Also voll cool. Ich zeige euch die mal. Die liegt hier schon bei meinem Geldbeutel und Schlüssel und so, weil ich die nur noch mitnehme. Das ist so cool. Das ist die von Olympus. Ich hatte genau die in so einem Silber. Ja, also von der Farbe her fand ich die andere schöner, aber die soll, glaube ich, sogar besser sein. Also hat zumindest der Typ im Fotoladen gesagt. Aber wie auch immer, ich freue mich voll. Ich habe jetzt irgendwie auch schon voll viele Bilder gemacht. 25, wow. Und ich habe die erst seit Samstag, also voll gut. Und ich freue mich voll. Ich habe wieder ein Paket bekommen. Und zwar habe ich mich voll gewundert, weil das von einer voll guten Freundin von mir, von der Carla. Und sie hat mir einfach ein Paket hierher geschickt und ich wusste davon nichts. Ah, vielleicht ist es mein Geburtstagsgeschenk, aber es wäre schon ein sehr verspätetes Geschenk. Ich brauche nur eine Schere. Oder geht es meinen Augenbrauenrasierer auf? Ist voll. Naja, krass. Und der ist kaputt. Ach nein. Wow, wundert es mich. Ab und zu. Das Paket, wir müssen es jetzt offen. Ja, okay. Oh. Oh mein Gott, wie süß. Nachträglich zu deinem Geburtstag. Soll dich die Kleinigkeiten erreichen. Ich hoffe, du freust dich. Ich denke an dich. Hab einen schönen Start ins Unileben und übernimm dich nicht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Alles Liebe und liebe Grüße. Bis bald. Oh. Vor allem, da sind einfach nur Takis drin. Liebe ja, Takis. Diese Chips, die es nicht in Deutschland gibt, nur in Amerika und Spanien schmecken die nicht so gut. Sagt der Experte, also falls ihr die mal in Spanien gegessen habt. Nee, nee. Mich würde es mal interessieren, wer mich schon so lange kennt und das über mich weiß. Weil im Internat haben wir so gefühlt mit denen gedealt, weil die so lecker sind und so süchtig machen. Also wenn ich irgendwann mal krass zunehme, ist es, weil es die in Deutschland gibt. Oh, und sogar zwei drin. Und drei. Oh mein Gott, das wird immer besser. Dann noch so ein Highlighter. Ach, wie süß. So schöne Servietten. Oh Mann. Das können mir halt wirklich nur mega gute Freunde von mir schenken, weil das wissen nicht so viel über mich. Oh, und dass sie da jetzt noch dran denkt. Danke, Carla, falls du es siehst. Merci beaucoup. So, ich ziehe gerade meine Schuhe an. Ich muss jetzt ganz schnell in die Stadt das Geburtstagsgeschenk abholen. Ich bin auch schon zu spät, wir wollten eigentlich jetzt losfahren nach zu Freunden. Also wir Mädels, Anna, Sophia und ich. Ich hole jetzt schnell noch das Geschenk ab, weil ich glaube, morgen haben die Ruhetag, deswegen muss ich das heute machen. Donnerstags fahre ich ja schon. Ich habe mich ja ganz so beeilt und das Geschenk ist einfach noch nicht fertig. Erst morgen. Ich zeige euch das morgen, wenn ich es abhole. Ist nur personalisiert und die Hälfte steht noch nicht drauf. Heute war eigentlich ausgemacht, aber egal. Ich dachte auch, die haben morgen zu. Haben sie aber nicht. Supi. Und jetzt habe ich kurz noch meinen Topf gewechselt. Das ist voll süß, da sind so kleine Blümchen drauf. Ja, okay, ich gehe jetzt. Ich habe schon voll vergessen. Ich bin eben gerade zurückgekommen. Und ich esse jetzt gleich sowas und schaue dabei Friends weiter. Mega Plan. Ich schmink mich jetzt erstmal ab. Ich habe auch direkt mal so einen Sweater angezogen. Und ich bin so happy. Die Hose von Zara passt mir. Die hat mir letztes Jahr einfach noch nicht gepasst. Also die war da ein bisschen zu groß und mich freut es voll, dass sie mir jetzt passt. Das ist so eine Lederhose, also Fake-Leder. Und ich finde die voll schön gerade für den Herbst. Ich bin im Moment eh so voll into Fashion. Also ich interessiere mich seit diesem Jahr irgendwie viel mehr für Fashion. Und mir macht es auch richtig Spaß, mich so fertig zu machen und irgendwie dann auch mal so schicker auszusehen oder auch mal
schicker, in die Uni zu gehen, nicht so gammelig. Aber no way, dass ich hier zu Hause schick rumlaufe. Ich könnte niemals auch nicht in der Hose chillen. Ich zieh gleich eine Jogginghose an und auch ein ganz bisschen Skincare. Ist auch von einer voll coolen Marke, von der Marke Jungglück. Das ist halt voll die natürliche Marke, die auch umweltbewusst ist. Es fühlt sich auf jeden Fall voll gut an. Das ist das Arganöl. Der Finn benutzt es jetzt auch seit einem Monat oder so für seine Haare. Also man kann es auch für die Haare und insgesamt für den Körper nehmen. Das Ding ist, ich fühle mich halt direkt viel besser, wenn ich sowas mache, wenn ich nach Hause komme und mich dann auch direkt entspannt anziehe und so. Irgendwie kann ich dann viel mehr in Ruhe chillen oder meine Sachen erledigen. Und ich benutze auch so ein Wimpernserum. Jetzt, ich probiere das mal aus, ob das wirklich was bringt. I love this. Und ich habe schon Friends angefangen zu schauen. So. Morgen. Schaut euch das mal an. Es ist einfach noch dunkel. Warum sollte man so früh aufstehen? Ich hasse es. Wenn es dunkel ist, einfach aufzustehen. Man merkt richtig, dass es jetzt Winter ist einfach. Schaut euch das an. Alles dunkel. Den Spiegel hier noch gar nicht gezeigt. Den habe ich mir neu geholt per Amazon, weil mit dem Spiegel, also ich hatte halt einfach kein gutes Licht. So war es halt irgendwie voll schwierig, sich zu schminken, wenn es noch dunkel draußen ist. Und hiermit geht es halt echt voll gut. Und ich liebe den. Ich habe genau den auch zu Hause. Damit kann man sich halt voll gut fertig machen. Okay, ich bin fertig. Also mit meinem Make-up. Das ist so eine voll die entspannte Zeit, wenn ich hier einfach sitze. Ich schaue gerade YouTube, Late Night Berlin. Love it. Hier ist es noch so entspannt, hier nehme ich mir noch so Zeit. Apropos, ich muss mal nach meinen Laugenstangen schauen. Fertig. Ich nehme auch so Y-Food mit. Ich habe euch das schon ab und zu mal gezeigt. Ich finde das mega nice. Es ist keine bezahlte Kooperation oder so. Voll viele Freunde von mir haben sich das jetzt auch immer geholt und nehmen das auch immer mit. Das sättigt halt voll. Da steht ja auch "This is Food" drauf. Und da ist, glaube ich, kein Zucker drin. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und da sind irgendwie auch nur gute Zutaten drin oder so. Das gibt es bei uns im Interspar. Ich glaube in Deutschland im Rewe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und Vanille mag ich am meisten. Und das ist halt immer voll praktisch. Weil ich habe jetzt nur die zwei Laugenstangen dabei. Nehme noch das mit und dann reicht es auf jeden Fall zum Mittag. Und was ich auch mega gern habe, seht ihr hier? Zum einen die hier. Zinni Minis. Als Riegel einfach. Und das, da unten ist so weiße Schokolade und schmeckt so gut, wirklich. Und diese Corny im Schoko kann ich auch wirklich nur empfehlen. Das ist mein Outfit. Ich habe jetzt einfach noch so Mantelschuhe angezogen, weil heute wird es echt voll kalt und es regnet die ganze Zeit und ich fahre auch. Also ich nehme Theo, Anna und Sophie auch mit. Wir wechseln uns immer ab, wenn es eklig ist. Gestern sind wir Fahrrad gefahren. Gestern war gefühlt das schönste Wetter und heute ist es einfach nur ekelhaft. Ich habe auch meine Boots an. Die sehen gerade irgendwie unvorteilhaft aus, aber das sind meine Doc Martens. Hey. Ich habe mir übrigens einen Zopf gemacht. Mich haben meine Haare einfach genervt und ich bin wieder zurück aus der Uni. Und ich muss jetzt dringend aufräumen. Ich ziehe auch erstmal was Bequemes wieder an. Und muss später dann auch das Geschenk abholen. Ich habe heute noch einiges zu tun, weil wir gehen abends noch ziemlich mit der ganzen Studiengruppe, glaube ich, weg. Unsere Studiengruppe, also alle, die mit wollten, wurden jetzt auch in zwei Gruppen aufgeteilt, weil einfach nicht so viele in das Restaurant passen würden. Und einer hat das Restaurant auch vor Ewigkeiten reserviert. Das hatte nämlich jetzt auch die ganze Zeit irgendwie Sommerurlaub oder so. Oder Pause, wie auch immer. Da gehe ich auf jeden Fall später hin. Deswegen muss ich bis dahin alles andere geschafft haben. Und dann freue ich mich wirklich, nach Hause zu fahren. Oh, ich fange jetzt an aufzuräumen. Ich habe wieder das gleiche an wie gestern. Räume das jetzt auf. Ich habe so ein Outfit-Video gedreht, was ich noch schneiden muss.
für Instagram, aber das ist halt wirklich vieles davon und noch ein paar Sachen, die ich gestern und vorgestern anhatte. Aber es geht noch. Genau, ich muss es mir nur angewöhnen, häufiger aufzuräumen. Dann beziehe ich, glaube ich, mein Bett noch ab, wasche es und beziehe es dann neu, damit es dann für morgen frisch ist. Ich liebe das halt total, wenn es dann hier mega ordentlich ist, wenn wir wieder zurückkommen. Ganz kurz, ich wollte gerade das Geschenk abholen und die hatten jetzt einfach heute zu. Das ist so eine Weinbar. Ich dachte, dass man da schon bis abends sitzen kann. Wahrscheinlich haben die wegen dem Wetter heute früher zugemacht, weil es regnet. Aber jetzt bin ich zum zweiten Mal wieder hingelaufen. Und ich muss jetzt mal nach den Öffnungszeiten schauen und gucken, ob ich da morgen nochmal hingehen kann. Sonst kann ich das Geschenk jetzt nicht mitnehmen. Es ärgert mich nur so, weil eigentlich hätten die ja gestern mit dem Geschenk fertig sein müssen. Egal, ich muss die Wäsche jetzt kurz raustun. Und ich habe mich schon fertig gemacht, weil wir gehen ja jetzt gleich. So sieht das Outfit aus. Und ich bin gerade auch voll hingefallen, mitten in der Fußgängerzone. Und alle haben sich umgedreht. Und mein Po ist ein ganz bisschen nass. Und der tut auch weh. Aber okay, egal, ich gehe jetzt. Ich bin schon ganz brav wieder zu Hause. Also eben gerade erst. Ich habe all meine Freunde noch in den Club gefahren. Ich wollte einfach genug Schlaf bekommen. Er arbeitet schon. Ist jetzt 8.46 Uhr. Morgen, Leute. Ich habe mich noch nicht fertig gemacht, wie man sehen kann. Ich war irgendwie noch so müde und wollte mich jetzt auch nicht stressen, wenn ich noch so lange Auto fahren muss. Und dachte, ich mache jetzt halt einfach alles noch, was ansteht. Ich habe gestern einfach im unbezogenen Bett geschlafen, weil ich zu faul war. Ja, deswegen beziehe ich das noch. Muss mich noch fertig machen. Also ich fahre wahrscheinlich erst in so einer Stunde los, muss den Biomüll raus. Oder insgesamt einfach den Müll entleeren und halt die Sachen, die man machen muss, bevor man weggeht. Ganz kurz, bügelt ihr Bettwäsche? Nee, oder? Also das mache ich jetzt safe nicht mehr. Ich lasse den Roboter nochmal alle Räume sauber machen. Fühlt sich auf jeden Fall gut an, dass das Bett gemacht worden ist. Übrigens, die Blumen, die habe ich ja zu meinem Geburtstag bekommen. Und ich finde es jetzt eigentlich ganz cool, weil die so vertrocknet sind. Und irgendwie sieht es aber immer noch schön aus. Ich hoffe, ich habe alles. Ich habe mir jetzt schon Wasser gerichtet. Nehme noch ein paar Snacks mit. Schauen, was wir haben. Auf jeden Fall die Riegel. Sonst einfach was Süßes. Okay, es ist mega ungesund. Ich habe nur noch sowas, was ich mitnehmen könnte. Ich werde bestimmt zwischendurch mal Hunger haben. Ich kann natürlich immer an der Raststätte anhalten, aber ich dachte einfach, ich nehme ganz viele Riegel mit. Und das ist irgendwie auch alles, was ich hätte mitnehmen können. So. Der ist so schwer. Halleluja. Next Challenge. Wie kriege ich den Koffer hier ins Auto? Yeah. Okay, los geht's. Ich habe mir gerade noch Mord auf Ex-Folgen runtergeladen, also so True Crime-Folgen. Ich wüsste nicht, was ich sonst machen würde auf so einer langen Autofahrt. Also ich liebe Podcasts, ich liebe deren Podcast. Keine Werbung. Let's go, tschüss. Los geht's, ich freue mich. Ich muss noch tanken gehen. Und ich habe jetzt meine Snacks alle schon so griffbereit. Achtung. Hier, Y-Food, mein Wasser, die ganzen Riegel, Geldbeutel. Und diese Stangen habe ich sogar auch schon aufgemacht. Los geht's. See you. Ich bin jetzt in einer halben Stunde da. Und mein Po tut so weh. Und ich bin auch ein bisschen fertig. Also ist dann jetzt auch 18.30 Uhr und ich habe ganz viel Podcast gehört.
Und das war's eigentlich. Mal ganz kurz Pause gemacht, nochmal getankt. Mein Bein tut auch so weh. Keine Ahnung. Aber die Sonne scheint hier. Und die Sonne geht jetzt langsam unter. Und das Licht ist irgendwie so schön. Meine Mutter hat auch eben gerade schon angerufen, meinte, ob wir heute Abend Sushi essen wollen. Und ich habe mich voll gefreut, weil ich liebe ja Sushi. Die Sonne blendet, aber ich bin da. Wieder! Check! Ich bin gerade nach Hause gekommen und ich habe einfach noch nachträglichen Geburtstagskuchen bekommen und sogar auch Geschenke, die ich jetzt noch auspacke. So, ihr Lieben.